Anatomie einer Anzeige, Zwischenspiel, Geopolitik. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich darf Ihnen zunächst herzlich danken für Ihr Interesse bezüglich dem Teil 1 der Anatomie einer Anzeige. Ich habe mich heute entschlossen, ein geopolitisches Zwischenspiel einzubauen. Und das wäre nämlich sonst in Auszügen in Teil 2 der Anatomie einer Anzeige vorgekommen. Es ist aber zu umfangreich und deswegen ziehe ich es vor. Es bereitet gewissermaßen die Unterströmung vor bei den Themen, die wir behandeln, und geht fast bis zur Jetztzeit. Zuvor möchte ich nochmal sehr herzlich danken für Ihre nahezu überwiegend positiven Kommentare. Ich freue mich darüber und besonders danke ich Herrn Gerhard Umland. Er war der Erste, der damals neben meiner vermuteten Todesanzeige, da ja zwei Leute im Netz geschrieben haben, dass Anti-Sophia gestorben sei. Ich hätte nie gedacht, dass jemand damit Schindluder treibt. Das macht man im realen Leben ja auch nicht, dass man jemanden für tot quasi erklärt. Und er war der Erste, der mir Gott sei Dank die nette Nachricht übermittelt hat, dass dem nicht so ist. Und ich danke auch der Mutter sehr herzlich, der Pflegemutter, für Ihren kurzen Beitrag, und es scheint doch sehr ernst zu sein. Wir wünschen aber von dieser Stelle aus Antje-Sophia das Beste. Vielleicht geschieht eine Art Wunder, man kann nur beten. Nun zu diesem geopolitischen Zwischenspiel. Ich beziehe mich da auf ein ganz besonderes Werk, was ich Ihnen auch gesondert ans Herz legen möchte, für jeden, der tiefer einsteigen will. Es ist brillant formuliert, ich könnte da selber nichts hinzufügen. Ich kann mich heute nur darauf beschränken, eine Zusammenfassung im Schlusswort gewissermaßen dieses 900-Seiten-Werks Ihnen zu präsentieren. Und von diesen 900 Seiten, der Autor heißt übrigens E. R. Carmin, der Titel ist Das Schwarze Reich. Von diesen 900 Seiten sind über 250 Seiten Glossar, Biografie und Quellenangabe. Es ist ein immens wichtiges Werk. Der Untertitel dieses Werkes, Das Schwarze Reich von E. R. Carmin, übrigens ein Pseudonym des Autors oder der Autorin. Der Untertitel lautet Templerorden, Thule-Gesellschaft, Das Dritte Reich, CIA. Die erste Ausgabe erschien 1994, und ich habe hier die Ausgabe von 2006 mit einem Nachwort, auf das ich mich im speziell beziehen werde, in den Händen. Es ist, wie gesagt, das beste Buch, um Dinge anzudeuten, anzureißen in aller Kürze, was gewissermaßen sonst im Obertext verborgen ist, wenn man zum Beispiel den Irrtum begeht, die Zeit des Dritten Reichs zwischen 1933 und 1945 gesondert als Block zu sehen, oder auch den Ersten Weltkrieg gesondert, oder auch den Zweiten Weltkrieg gesondert, oder eben auch das Weimarer Reich, begeht man eben einen großen Fehler. Denn es gibt Verbindungen, quasi geheime Masterpläne, die hier deutlich werden und die sich bis in die Jetztzeit fortsetzen, bis zu akuten Ereignissen, die wir ab 2006 bis 2018 auch selber alle noch in bester oder schrecklichster Erinnerung haben. Ich beginne also jetzt auf Seite 617 von diesem Buch, E.R. Carmin, Das Schwarze Reich. Und zwar hat es der Autor oder die Autorin genannt, 2006 ein Nachtrag. Wenn es auch nur bis 2006 geht, ist es deswegen von Interesse, weil über diese Sachen man normalerweise im Mainstream sehr wenig in dieser Zusammenballung und in dieser Dichte erfahren hat. 2006 ein Nachtrag, Seite 617, folgendes. Heute müsste man das Vorwort zu diesem Buch zweifellos so beginnen. Weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg, weder der Kommunismus noch das Dritte Reich Adolf Hitlers, weder die Kriege und humanitären Interventionen in Bosnien, im Kosovo, im Irak und in Afghanistan und schon gar nicht der Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 waren bzw. sind Zufälle
oder bloße Betriebsunfälle der Geschichte. Es handelt sich in allen Fällen um gewollte und inszenierte, von langer Hand vorbereitete Ereignisse, die die Welt Schritt für Schritt der neuen Weltordnung näher brachten. Ein kleiner Einschub von mir. Sie sehen in diesen ersten Sätzen das, was ich gerade versucht habe, Ihnen etwas länger klarzumachen. Und deswegen die Wichtigkeit der Geopolitik. Man kann es ja nur in Zusammenfassung bieten. Es sind ja ganze Bände, ganze Bibliotheken zu dem Thema entstanden. Okay, Fortführung. Okkult-esoterische Machenschaften standen hinter dem Experiment eines auf rein spirituell-magischer Basis aufgebauten Dritten Reiches ebenso wie hinter dem schließlich mit vatikanischer Hilfe beendeten sozial-innovativen kommunistischen Experiment im labormäßig abgeschotteten Ostblock oder der Inszenierung des ersten Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts des 11. September 2001 als Vorbereitung des dritten Durchgangs über den Clash of Civilizations zum höheren Endzweck aller Globalisierung, Doppelpunkt, dem Novus Ordo Seclorum. Wiederum ein kleiner Einschub. Wenn Sie das Buch von Gary Allen, ein Professor aus Kalifornien, schon gestorben, die Insider, Band 2 im Netz bestellen. Auch der Band 1 ist äußerst wichtig, aber im Band 2 von Gary Allen, die Insider, geht es genau darum, dass der Autor Gary Allen nachweist, dass Kapitalismus und Kommunismus aus derselben Quelle jahrzehntelang gespeist wurden, zum größten Teil natürlich heimlich. Sie sehen, wie hier künstliche Fronten geschaffen werden, um die Menschen zu verwirren. Einschub Ende. Der Anschlag auf die Zwillingstürme von New York hat ohne Zweifel die weltpolitische Lage verändert. Und schon wenige Jahre danach ist dieses Ereignis zu einem Mythos geworden, dessen realer Hintergrund sich bereits in der historischen Dunkelheit verflüchtigt. Auch an der vermythologisierten Überhöhung des internationalen, in der Regel islamistisch identifizierten Terrorismus als geschichtliches Naturereignis wird seit dem 11. September 2001 allenthalben gearbeitet. Der globale Terrorismus sei das naturgegebene Produkt der Globalisierung selbst, Ausdruck der Verzweiflung unterdrückter Völker, das politische Projekt eines gewaltsamen, aber berechtigten Aufruhrs gegen die derzeitige Weltordnung. Fußnote 1337. Wiederum ein Anschub. Fast alles in diesem Buch und auch jetzt in diesem Nachtrag sind keine Meinungen des Autors, sondern sind eindeutig belegt mit Quellen. Und es sind bei Fußnoten fast über 1500. Ich erspare mir das jetzt. Wenn Sie das Buch selber besitzen, werden Sie die Quellen genauestens überprüfen können. Ich habe das auch getan. Das ist dann ein eigenes Leseerlebnis. Es würde sonst hier den Fluss stören, wenn ich jedes Mal die Quelle angebe. Bloß, dass Sie wissen, wie seriös dieses Buch geschrieben ist. Fortführung. Ereignisse wie 9/11 oder die Anschläge von Madrid und London seien die katastrophische Konsequenz der Eigendynamik des Systems schlechthin. Aufruhr gegen das System. Das mag auf einer unteren Ebene zutreffen, dort, wo die Wut und Verzweiflung direkt Betroffener tatsächlich Antrieb und Motiv des Kampfes mit den Mitteln des Schreckens ist. Aber das ist nicht der internationale Terrorismus, wenngleich sich dieser der Verzweifelten bedient. Dieser ist vielmehr wie der staatliche Gegenterrorismus, der Großterrorismus der USA, ein Instrument der Globalisierung. Der internationale islamistische Terrorismus ist vor allem seit der Beendigung
des sowjetkommunistischen Experiments, der neue Amboss, auf dem die Globalisierer die Welt mittels eines Kampfs der Kulturen hinprügeln zu ihrer Version der neuen Weltordnung. Das nennt sich dann Kampf gegen den Terrorismus oder auch präventive unilaterale Selbstverteidigung, etwas, das, wie vieles andere, ohne den 11. September 2001, ohne 9/11, schlicht undenkbar wäre. Geschichte und das, woraus sie insgesamt besteht, sind eben sehr relative Dinge. Vermutlich ist Geschichte von allen Dingen das relativste Ding an sich. Darum kann man wohl auch ohne Hemmungen behaupten, dass wir Zeugen einer aufregenden Zeit sind, einer Zeit sozialer, philosophischer, politischer, strategischer, ja insgesamt historischer Paradigmenwechsel. Wertewandel und Tabubrüche. Was ist dank dieses scheinbar alle bis dahin stattgefundenen globalen Ereignisses an Atem- und Verstandesraubender Symbolkraft übertreffenden 11. September 2001 nicht alles quasi über Nacht möglich geworden? Menschen verlieren durch den angeblichen Kampf um die Menschenrechte eben diese. Menschen werden im Namen von Demokratie und Freiheit entführt, zwecks Infinite Justice in geheim gehaltenen Gefängnissen ohne Prozesse festgehalten und gefoltert. Kriegsgefangene werden nicht mehr dem Roten Kreuz gemeldet. Nationales wie internationales Recht wird mit Füßen getreten auf dem Weg zu Enduring Freedom. Bankkonten werden ausspioniert, Telefone, Handys, E-Mails abgehört, Verträge gebrochen, das Gesetz gegen das Gesetz missbraucht, alle nur möglichen Verbrechen begangen. Die Liste könnte endlos weitergeführt werden, bis hin zu dem unverhältnismäßigen Wutanfall, mit dem die Israelis im Sommer 2006 den Libanon zerbomben durften, um doch die Verhältnisse zumindest zwischenzeitlich neu zu ordnen. Enduring Freedom und Infinite Justice eben. Unendliche, mörderische Narrenfreiheit für auserwählte Freunde und Brüder. Fürwahr, die historische Gegenwart, das sogenannte Zeitgeschehen, ist vordergründig an Lächerlichkeit und Peinlichkeit eigentlich kaum mehr zu überbieten. Seit dem 11. September 2001 wird mit einer solchen Dreistigkeit geheuchelt und gelogen, lässt sich die gutgläubige Weltöffentlichkeit verschaukeln und für dumm verkaufen, dass es einem schier die Sprache verschlägt. Seit diesem denkwürdigen Tag gehen die Ziegelträger der neuen Weltordnung mit einer geradezu grotesken, zynischen Unverschämtheit zu Werke, die einen fast schon zum Lachen reizen könnte, wären die nicht vielen ganz realen Toten. Auslassung. In Deutschland durften vor etlichen Jahren TV-Sendungen sogar in ernsthafter Weise die eigenen Politiker auch mal kriegstreiberische und kriegsprovozierende Lügnerei bezichtigen, ohne dass dies freilich für größeres Aufsehen gesorgt hat. Man gewöhnt sich ja an alles.
Schließlich weiß man zumindest tief im Inneren, dass die Politiker an die Matrix der neuen Weltordnung angestöpselte Harlekine, die sie nun einmal sind, gar nicht anders können. Und die Politiker selbst wiederum wissen, dass die Eigendynamik einer einmal in Gang gesetzten Schweigespirale klaglos funktioniert, dass bald alles wieder vergessen ist, in unseren schnellen, aufregenden Zeiten oder eher hinausgewaschen und hinausverschwiegen aus den Gehirnen mit geballter Medienmacht. Auch Schweigen ist Gehirnwäsche. Und Schweigen ist auch ausgesprochen bequem und wohltuend. Was also soll man noch ernst nehmen in diesem Spiel? Welche Art von Realität ist gültig in diesen Zeiten des alltäglichen spektakulären Schreckens, in diesem Spiel, das ungeachtet seiner Verkommenheit und Verlogenheit unsere Geschichte ist und irgendwann einmal unser aller lächerliche Geschichte sein wird? Zumindest das, was die Geschichtsschreiber in ihren ab- und fortgeschriebenen Lügen und Halbwahrheiten unsere Nachfahren zurücklassen werden, auf den Trümmerfeldern einer Wahrheit, die sich schon in der Gegenwart im medialen Nonsens verflüchtigt. Die Wahrheit stirbt gewiss nicht erst im Krieg. Und man ist ja auch nicht müde geworden, während der jüngsten Kriege der Öffentlichkeit die Notwendigkeit des Lügens zu erklären. Aber wie gesagt, Geschichte ist relativ. Auslassung. Weswegen man auch, und hier treten wir ein ins ungebrochene historische Kontinuum mit ganz und gar aktuellen Bezügen, Kreuzzüge zur angeblichen Befreiung des Heiligen Landes organisierte, deren wirkliches Ziel aber etwas ganz anderes war, in erster Linie und im insgeheimen Arrangement mit der damaligen islamischen Führung, die Zerstörung, Vernichtung, Ausradierung von Konstantinopel, der byzantinischen Konkurrenz, und gleichzeitig die massive Destabilisierung der europäischen Staatenwelt durch die permanente Abwesenheit des Kerns der staatstragenden Bevölkerungsschicht und nicht zuletzt durch die mit den Kreuzzügen inaugurierten Judenpogrome. Bei näherem Hinsehen erweist sich die sogenannte abendländische Geschichte, vor allem fast das ganze Mittelalter, als das Produkt einer regelrechten, gigantischen Fälscherindustrie. Da stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Sinn von Geschichtsschreibung überhaupt. Dient sie ausschließlich den Interessen der jeweiligen Mächtigen? Ist sie blanke Volksverdummung, ja sogar Volksverhetzung? Hat sie im Laufe der Neuzeit ihren Charakter geändert? Ist sie nicht nur Sinngebung des Sinnlosen, gemäß Theodor Lessing, sondern zu manchen Zeiten Sinnstiftung ex nihilo? Und gab es für diese massiven Fälschungen Antriebskräfte, die über die reine Machtpolitik hinausgehen? Wieso sollte das heute anders sein, wenn es schon immer so war? Wie sollte es einen verwundern,
dass die offizielle Historiographie noch immer und auch noch die nächsten Jahrhunderte mit offenem Mund vor dem Phänomen Hitlers und des Dritten Reichs steht und stehen wird und nicht offenlegen will oder darf, wie es tatsächlich dazu kommen konnte? Und wen sollte es in 100 Jahren wundern, wenn einem dann niemand mehr wird sagen können oder wollen, wie es im 21. Jahrhundert zum Clash of Civilizations, zum Dritten Weltkrieg gekommen ist? Viele Leser haben immer wieder die Frage gestellt, warum es keine Fortsetzung von Das Schwarze Reich, eben jenes Buch, aus dem ich zitiere, gegeben hat. Meine schon stereotyp gewordene Antwort darauf lautete stets: Es ist im Grunde genommen mit diesem Buch schon alles gesagt und es muss nichts hinzugefügt werden an den höheren Endzwecken der neuen Weltordnung hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern. Die Linien sind vorgegeben, sind vorgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Im Grunde genommen ist alles bekannt. Es existieren unzählige Informationen über die einzelnen Ereignisse und teilweise auch über deren Zusammenhänge. Das Internet ist voll von Analysen, Kommentaren, Informationen. Zahlreiche Arbeiten beweisen uns, dass die offizielle Version zum 11. September nicht einmal eine geringfügige Annäherung an die Wahrheit ist. Viele Berichte und Untersuchungen legen uns nahe, was nur deshalb nicht geglaubt werden will, weil es so unglaublich ist, dass es unsere Weltsicht völlig ins Wanken zu bringen droht. Dass dieser Anschlag inszeniert wurde vom Exekutivorgan der neuen Weltordnung selbst, nämlich dem Kriegs- und Terrorapparat der USA. Die Regisseure dieses Welttheaters wussten schon immer um die traumatisierende Wirkung der informativen Erstprägung, die später keine andere Wahrheit mehr durchlässt, selbst wenn jene die offensichtlichere ist und immer wieder belegt wird. Spätestens seit George Morgensterns und vor allem Robert B. Stinnetts lückenloser Dokumentation etwa, gibt es nicht mehr den leisesten Zweifel daran, dass die damalige amerikanische Regierung die Angriffe auf Pearl Harbor bewusst provozierte und 2476 ihrer Bürger bewusst ihren höheren Endzwecken opferte. Trotzdem riskiert man, wenn man sich, zumal in Deutschland, mit den mehr als unglaublichen Ungereimtheiten rund um 9/11 auch nur befasst, in die Nähe der Auschwitz-Lügner gerückt zu werden. Durchaus ein meinungsterroristischer Aspekt innerhalb der Institutionalisierung des offiziellen Schweigens über das Offensichtliche. Ein Einschub von mir und es scheint Zeichen zu geben, dass der letzte Satz ebenso in gewissem Sinne auf den Paragraphen 130 StGB zutrifft. Denn bekanntlich
hat zum Beispiel nach Öffnung der Archive der Sowjetunion, nach deren Zusammenbruch unter Gorbatschow ab 1990, sich die Forschung zum Dritten Reich dank Einblick in sowjetische Archive gewandelt. Es darf aber nichts darüber berichtet werden. Die Wissenschaft, die Historie ist nicht mehr ergebnisoffen, wenn ein festgezurrter Paragraph 130 von vornherein jede andere Annäherung an die Wahrheit gesetzlich unter drakonischen Strafen verbietet. Ein Schubende. Ich wiederhole nochmal den letzten Satz zur Hälfte. Durchaus ein meinungsterroristischer Aspekt innerhalb der Institutionalisierung des offiziellen Schweigens über das Offensichtliche. So auch darüber, dass wirklich jede der erlogenen gefälschten Rechtfertigungen, die etwa die amerikanische Regierung für den völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak vorbrachte, sich in Luft aufgelöst hat. Weder gab es die berüchtigten Massenvernichtungswaffen, noch hatte Saddam Hussein etwas mit Osama bin Laden und der Al-Qaida zu tun. Noch war Saddam Hussein eine Gefahr für die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist auch schon oft wiederholt worden, dass dieser Krieg im Rahmen des Project for the New American Century schon lange vor dem 11. September 2001 gewollt und geplant war. Nicht etwa, weil Saddam Hussein ein Böser war, ein Diktator und Schlechter. Es geht vielmehr, auch das weiß jeder, um die Ölreserven dieser Welt und um deren Kontrolle. Und gewiss ging und geht es auch darum, dass man die Idee des Krieges von Zeit zu Zeit durch spektakuläre Inszenierungen wie im Golf oder heute in Afghanistan retten muss, oder ich füge hinzu von meiner Seite aus, wie in Libyen oder wie in Syrien oder wieder in Afghanistan, etc. Fortführung. Und nicht zuletzt war und ist der Irakkrieg eine Szene aus dem Vorspann zum Streifen Kampf der Kulturen, bei dem es auch um die Kontrolle der guten alten Seitenstraße geht. Muss wirklich wiederholt werden, dass die USA und Großbritannien in den 80er Jahren ihren Freund und Verbündeten Saddam Hussein unterstützt haben, wie dereinst ihren vorbildhaften Staatsmann Adolf Hitler? Ein Schub von mir. Es gibt ein ziemlich neues, sehr gutes Buch von Hermann Plopper. Hitlers amerikanische Lehre ist der Titel. Und Sie erfahren darin, wie die amerikanischen Eliten Adolf Hitler schon frühzeitig massivst unterstützt haben. Hermann Plopper, Hitlers amerikanische Lehre, meine Empfehlung zu diesem Thema. Einschubende. Dass die USA Saddam Hussein bei den allerschlimmsten Gräueltaten wie den Gasangriffen gegen die Kurden geholfen haben, mit Giftgas übrigens, dessen Bestandteile von der Firma American Lafarge stammte, deren Haupteigentümer George Bush Senior war. Fast könnte man meinen, hinter der Kurdenvernichtung steckten die USA selbst. Denn wie sonst wäre es zu erklären, dass die Clinton-Regierung in den 90er Jahren 80% der Waffen stellte für einen der schlimmsten Feldzüge der türkischen Regierung
gegen die Kurden. Einen Feldzug, über den aus gutem Grund kaum etwas bekannt geworden ist, bei dem Zehntausende starben, 3 Millionen Menschen vertrieben und 3.500 Dörfer zerstört wurden, dreimal so viel wie durch die NATO-Bomben im Kosovo. Und was soll man davon halten, dass sich die USA in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihrer islamistischen Lieblingskiller in ihrem Krieg gegen die katholische Kirche in Lateinamerika bediente? Wohlgemerkt gegen die katholische Kirche in Lateinamerika, deren Vertreter ganz und gar nicht das Wohlgefallen der römischen Zentrale und es nun schon fast heiligen Papstes gefunden hatten. Vielleicht sollte man dies als Hinweis auf die weltpolitisch schon immer bedeutsame, real existierende Ökumene zwischen der himmlischen und der irdischen Säule der Macht begreifen. Tatsächlich ist alles Wissen greifbar, bereit und aufbereitet. Man muss sich nur bedienen, um die Dinge so zu sehen, wie sie möglicherweise tatsächlich sind. Ist es so? Es klafft ein paradoxer Widerspruch zwischen dem, was gewusst werden könnte, und der sogenannten öffentlichen Meinung, zwischen dem, was in Erfahrung gebracht werden kann, und der veröffentlichten Meinung, dem Mainstream, der vorgibt, was gedacht, gesagt oder geschrieben werden darf. Man hat manches noch irgendwie im Hinterkopf, aber man spricht nicht mehr darüber, etwa über die engen wirtschaftlichen Verbindungen der Familie Bush mit der Familie des angeblichen Oberterroristen Osama bin Laden. Darüber, wie die USA mit Hilfe arabischer und vor allem chinesischer Moslems den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan provoziert hatten. Darüber, wie die USA für den Kampf gegen die solche Art provozierte Sowjetunion eine internationale islamistische Terroristenarmee ausbildeten, finanzierten, bewaffneten, deren Mitglieder dann, sozusagen arbeitslos geworden, von der bosnischen Regierung willkommen geheißen und für ihre militärischen Leistungen mit der bosnischen Staatsbürgerschaft belohnt wurden. Darüber, dass einer der vordergründigen Hauptnutznießer in Afghanistan und im Irak, wie schon im Kosovo, das Firmenimperium Halliburton des US-Vizepräsidenten Dick Cheney war und ist. Darüber, wie eng die CIA, der pakistanische Geheimdienst ESI und die Terroristen Osama bin Ladens vom Bosnienkrieg bis hin zur Vorbereitung des 11. September 2001 zusammengearbeitet hatten. Das strategische Kalkül der globalisierten Gehirnwäsche, der Mainstream-Journalie mit der intellektuellen Feigheit, allgemeinen Ignoranz, Vergesslichkeit und Bequemlichkeit einer bis zur schieren Tumpheit desinformierten, intellektuell mehr und mehr verwahrlosenden Konsumgesellschaft scheint aufzugehen. Doppelpunkt. Nicht erst die Geschichte wird nachkonstruiert, schon die Gegenwart ist ein wahrer Friedhof des Tatsächlichen. So war es nachgerade ein Witz, wenn auch ein wohlkalkulierter,
wenn ein US-Abgeordneter ein einzelnes, von US-Soldaten im Irak angerichtetes Massaker zur moralischen Gretchenfrage des Irakkriegs insgesamt hochspielt, oder wenn die demokratischen europäischen Freunde der USA zwecks Beruhigung ihres eigenen Gewissens den rechtsfreien Raum von Guantanamo zum Mittelpunkt ihrer menschenrechtlichen Besorgnisse machen. Als wäre nicht der Irakkrieg insgesamt, ebenso wie der Afghanistankrieg und der NATO-Krieg im Kosovo, ein widerrechtlicher Krieg gewesen. Als wäre nicht insbesondere der Irakkrieg nach den trotz allem noch immer geltenden Regeln das schwerste internationale Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es sich alle Schrecken vereinigt und anhäuft, wie es im Urteil des Nürnberger Tribunals heißt. Um nicht den Verdacht zu nähern, hier seien persönliche, anti-amerikanische oder gegen Herrn Bush und seine Koalition der Willigen gerichtete Emotionen meinerseits im Spiel. Es folgt die Fußnote 1369. Ich lese diese Fußnote einmal ausnahmsweise vor. Es kann nur immer wiederholt werden, dass wenn hier die Begriffe Amerika, USA, amerikanische Politik etc. verwendet werden müssen, nicht die USA als Staat oder die Amerikaner als Nation gemeint sind, sondern der Komplex aus Regierung, Medien, Geheimdiensten und Militär als die amerikanische Nation missbrauchende Exekutivorgane der neuen Weltordnung. Könnten die Amerikaner in einem manipulationsfreien Raum leben, würden die meisten vermutlich einen Schock über das davontragen, was wirklich in ihrem Namen geschieht. Fußnote 1369 Ende. Einschub von mir. Ja, das wäre auch eine Frage und Bitte von mir. Wie schaffen wir es, ernsthaft in einem manipulationsfreien Raum leben zu können? Einschub, Ende. Also, E.R. Kamin möchte zitieren, was der renommierte kanadische Rechtswissenschaftler Michael Mandel, Mandel wird wie die Mandel im Deutschen geschrieben, in diesem Zusammenhang schreibt. Zitat: Nach diesem für das gesamte internationale Strafrecht grundlegende Urteil haben sich somit die Amerikaner, das heißt ihre politische Führung, Bush, Rumsfeld, Powell, General Franks, Rice etc., sowie ihre Verbündeten Blair, Hohenstraw und andere im Irak des größten internationalen Verbrechens schuldig gemacht, jenes Verbrechens, das alle Schrecken in sich vereinigt. Mehr noch, diese Führungskräfte tragen die Schuld an jeder Gewalttat, mit der dieser Krieg geführt wurde. Präsident Bush und seine Kollegen haben sich also nach Recht und Gesetz des Mordes an tausenden Menschen schuldig gemacht, ganz zu schweigen vom schweren Überfall auf 10.000 weitere Menschen bis hin zu den schwersten Verbrechen im Strafrecht eines jeden Landes. Würde man auch nur einen Bruchteil dieser Verbrechen in Texas, der Heimat der Familie Bush, begehen, brächte es den Täter dort unwiderruflich in die Todeszelle. Dass der US-Kongress den Krieg gebilligt hat, spielt dabei keine Rolle, auch wenn er nach amerikanischem Recht damit legalisiert wurde. Denn für das internationale Recht ist es unerheblich, ob ein Krieg nach den Gesetzen des betreffenden Landes gesetzmäßig ist.
Der Krieg der Nazis war nach den Nazi-Gesetzen legal. Im Völkerrecht geht es um internationale Normen und internationale Verträge wie die Charta der UN, denen die USA allem Anschein zum Trotz nach wie vor angehören, nach der dieser Krieg zweifelsfrei rechtswidrig war. Bush erwartet aber nicht die Todeszelle, er wird nicht einmal vor Gericht gestellt, denn trotz allem, was wir über Kriegsverbrecher und internationale Gerichtshöfe hören, gibt es kein Gericht, das über solche Schwerverbrecher Recht sprechen dürfte. Zwar gibt es einen neu geschaffenen internationalen Gerichtshof in Den Haag, der Menschen wegen Kriegsverbrechen verurteilen soll, aber um die Amerikaner, die diesen Gerichtshof nicht anerkennen, nicht gegen sich aufzubringen, bezieht sich die Zuständigkeit dieses Gerichts nicht auf das größte Verbrechen, einen rechtswidrigen Krieg anzufangen, sondern nur auf die minderschweren Verbrechen gegen die sogenannten Gesetze und Gebräuche des Krieges. So viel zum Unterschied zwischen juristischer Realität und politischer Public Relations Realität. Da sich George W. Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice und Tony Blair juristisch verifizierbar der schwersten Verbrechen im Strafrecht eines jeden Landes schuldig gemacht haben, müssten sie von Rechts wegen schon längst beispielsweise in Frankreich, Spanien, der Bundesrepublik, in Österreich oder sonst wo selbstverständlich unter Wahrung aller rechtsstaatlichen Regeln und Menschenrechte hinter Gitter sitzen. Natürlich tun sie das nicht. Für George W. Bush oder Tony Blair, wie schon für Bill Clinton oder Ronald Reagan, Richard Nixon, John F. Kennedy, Harry S. Truman, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill und deren internationalistische Komplizen hat das, was üblicherweise in Rechtsstaaten und Demokratien rechtens sein sollte, nie eine Rolle gespielt. Somit reduziert sich im Mainstream das Verbrechen auf so öffentlichkeitswirksame Perversitäten wie die Foltervideos aus dem US-Gefängnis in Abu Ghraib auf die gesichts- und geschichtslosen kleinen Soldaten und der Hintergrund verschwindet allmählich im Dunkel des Vergessens und Verdrängens. Dabei dürfte Abu Ghraib am Ende selbst nur ein inszeniertes Ereignis zur Aufrechterhaltung des Drucks, des gezielt geschürten Verstimmungspotenzials im gesamten islamischen Raum gewesen sein. Ebenso wie die lächerlich aufgebauschte Karikaturengeschichte oder die sporadisch ans Licht und vor allem ins Bild gebrachten Gräueltaten der humanitären Interventionssoldaten. Denn so viel Ungeschicktheit wäre ja sonst kaum erklärbar. Einschub von mir, denken Sie bitte an das Massaker von Srebrenica, wo ja die Blauhelme mehr oder weniger dem Abschlachten Tür und Tor geöffnet haben, vielleicht sogar zusahen. Einschub Ende. Ich, sagt E.R. Kamin, sah allzu lange keinen Grund, mich im Zusammenhang mit dem Schwarzen Reich zu diesen Entwicklungen zu äußern und dem, was ich schon damals im älteren Vorwort geschrieben hatte, etwas hinzuzufügen. Und Doppelpunkt. Das Dritte Reich Hitlers ging unter, es hatte seinen Zweck erfüllt. Das Reich, jenes okkulte Reich, als dessen Bestandteil und Instrument sich das nationalsozialistische Deutschland manifestiert hatte,
ging freilich niemals unter. Hitler ist in der Geschichte der neuen Weltordnung lediglich ein Synonym für eine ganze Reihe von Hitlers, die vor den Karren des Novus Ordo Seclorum gespannt, die Menschheit in eine bestimmte Zukunft ziehen, führen, locken, notfalls und nicht eben selten prügeln. Das Reich ist dabei, sich mehr und mehr zu offenbaren. Die Terminologie seiner heimlichen Diener, die dabei sind, die letzten Bausteine zu bearbeiten, spricht eine deutliche Sprache. Manchmal braucht man einen gewissen Anstoß, um die Dinge im richtigen Winkel zu sehen. Ein solcher war für mich persönlich der österreichische Dichter Peter Handke. Gegen die geballte Weltmeinung und somit gegen alle Logik und Vernunft und gegen jeden gesunden Hausverstand stellte sich dieser Mann im Frühjahr 2006 an das Grab des unter durchaus zwielichtigen Umständen zu Tode gekommenen ehemaligen serbischen Ministerpräsidenten Milosevic und hielt eine Rede. Handke, von allen guten Geistern verlassen? Der geistige Komplize eines angeblichen Kriegsverbrechers? Ein sich nun einmal mehr outender Anhänger des großserbischen Nationalismus anstelle des euro-kleinkroatischen, des euro-kleinslowenischen, des kleinkosovarischen, des kleinbosnischen, des kleinmontenegrischen mitnichten? Handke stellte sich dahin, um Stellung zu nehmen gegen die unglaubliche Verlogenheit, die die von amerikanischen Public Relations Firmen von Anfang an propagandistisch inszenierten Jugoslawienkriege begleitet hatte. Um der dreckigen vorgestanzten Sprache der Medien eine andere Sprache entgegenzusetzen. Weniger der heuchlerische Aufschrei der Empörung, vor allem jener Vasallenkreise in Deutschland und Österreich, die an der Inszenierung der Balkan-Tragödie beteiligt waren, als vielmehr die durchschlagende Wirkung der allgemeinen Desinformation, die offensichtlich der geheuchelten Entrüstung von oben die tatsächliche und ehrlich gemeinte Empörung von unten folgen ließ, zeigte, wie perfekt gerade hier die Orwellsche Verdrehungsmaschinerie gearbeitet hat. Es handelt sich hierbei nachgerade um ein Paradebeispiel, wie aus einem Lehrbuch für die perfekte Verschwörung. Ein wirklich guter Verschwörer ist der, der es versteht, einen Krieg anzuzetteln und dabei die Welt, vor allem aber den unterlegenen Gegner selbst, dazu zu bringen, daran zu glauben, dass er es ist, der den Krieg begonnen hat und dafür bestraft werden muss. Ein perfekter Verschwörer bringt in solcher Art gehirngewaschenen Gegner auch dazu, dass dieser selbst jeden als Lügner und Bösewicht diffamiert und bestraft, der es wagt zu behaupten, der den Krieg wirklich begonnen habe, sei der eigentliche Bösewicht. Das klingt kompliziert, aber so funktioniert es, hat es schon öfters funktioniert. Und so lief es auch auf dem Balkan ab, vor allem bei der humanitären Intervention im Kosovo, wo auf drastisch offensichtliche Weise das alte Spiel gespielt wurde,
wie auch in Darfur, unterstützten die USA die Umsturzpläne einer Rebellengruppe gegen die Regierung. Nicht, um einen Sieg der Rebellen herbeizuführen, sondern um Vergeltungsaktionen zu provozieren, die dann als Out-of-Area-Intervention der NATO, der USA, herhalten mussten. Es kann hier freilich nicht darum gehen, die gesamte Vorgeschichte der sogenannten Balkankrise in allen Details herauszuarbeiten. Das haben, wenngleich offensichtlich unter der hermetisch abdichtenden Donnerkuppel der Schweigespirale, in objektiver Weise andere getan. Etwa der schon erwähnte Rechtswissenschaftler Michael Mandel, Noam Chomsky, der ehemalige britische Außenminister David Owen, Michael Kostodowski und viele andere. Hier geht es auch vor allem darum, den durchaus bemerkenswerten Platz der Balkankriege auf dem Weg zur neuen Weltordnung zu fixieren. Hinsichtlich des unverhohlenen Abgehens von der Legalität als grundlegendem Bezugspunkt internationaler Beziehungen. Der in der One World offenbar keinen Platz mehr hat. Von Bosnien-Herzegowina und Kosovo führt der Weg konsequent über New York nach Kabul und Bagdad und möglicherweise weiter nach Teheran. Ich schiebe ein von meiner Seite aus über den Umweg von Syrien, Einschubende. Denn irgendwann müssen sich ja auch die unter dem Codewort Tyrant ist Thomas, Ida, Richard, Anton, Nordpol, Nordpol, Thomas, seit mindestens 5 Jahren laufenden Kriegsvorbereitungen amortisieren. Unbestreitbar und vielfach belegt waren es die westeuropäischen Staaten und die USA, die ganz im Sinne von Deuteronomium 15, Vers 6 Jugoslawien bewusst über Weltbank und Weltwährungsfonds in den wirtschaftlichen wie politischen Ruin und damit in eine Katastrophe trieben, die sie dann vorgaben, mit Bomben lösen zu müssen. Einschub von mir, siehe Griechenland, wenn es da auch ohne militärische Bomben abging, gab es doch ganz andere wirtschaftliche Sprengsätze. Einschub Ende. Man hätte zu diesem Zeitpunkt gar kein vorausblickender Europapolitiker wie Hans-Dietrich Genscher oder Alois Mock sein müssen. Auch ein politischer Banause hätte gewusst, dass es mit dem von Deutschland und Österreich forcierten vorzeitigen Herausbrechen Sloweniens, vor allem aber Kroatiens, aus der jugoslawischen Föderation zu ethnischen Bürgerkriegen und letztlich zu einer separatistischen Explosion in Bosnien kommen musste. So fällt es einem schwer zu glauben, die Europäer hätten nicht schon damals eine ihnen zugedachte Alibi-Rolle gespielt, sondern hätten freilich in dem Irrglauben eine relevante Rolle in der auf sie zukommenden neuen Weltordnung zu spielen, zunächst tatsächlich ernsthaft versucht, den Ausbruch der bosnischen Katastrophe durch eine alle Seiten zufriedenstellende Kompromisslösung zu verhindern. Dies aber wurde von Anfang an von der Regierung Clinton sabotiert, der damit die Politik seines Vorgängers Bush Senior fortsetzte und aus denselben Gründen die Al-Qaida-gestützten bosnischen Muslime einseitig unterstützte. Mehr noch, über China, Nordkorea und Iran Bosnien zu einem regelrechten Stützpunkt militanter Islamisten aufrüstete.
Die USA führten ganz bewusst den Bosnienkrieg herbei, um dann nach 3 Jahren voller Gräueltaten und Morde auf allen Seiten den Europäern endgültig das Heft aus der Hand zu nehmen und mit den Bombardierungen serbischer Stellungen zu beginnen. Damals noch mit der Legitimation einiger UN-Resolutionen im Rücken. Erst dann bewegten die USA ihre muslimischen Satelliten. In Bosnien dazu, in Dayton einem Friedensplan zuzustimmen, der sich von den Vereinbarungen in Lissabon 1992 oder Genf hauptsächlich darin unterschied, dass das Gebiet dauerhaft der NATO unterstellt werden sollte und die Regelung durch militärischen Druck der Amerikaner zustande gekommen war. Natürlich hatte die Welt zu diesem Zeitpunkt bereits vergessen, dass es immerhin Serben waren, die in Bosnien 1991 als erste Opfer ethnischer Säuberungen durch Kroaten geworden waren, was selbstverständlich keinen an wem auch immer begangenen Mord durch Serben entschuldigt und im Prinzip auch keine Rolle spielt, aber die vorgegebene Richtung zeigt. Bei der Meinungsmache war nichts dem Zufall überlassen worden. Die amerikanische PR-Firma Ruder Finn, die am 29. Juni 1992 offiziell zur Nazifizierung der Serben von der bosnischen Regierung Izetbegovic engagiert worden war, machte wahrhaftig ganze Sache bei der bosnischen Vorbereitung des schon längst geplanten Präzedenzfalles Kosovo zur Aushebelung des UN-Sicherheitsrates und der NATO zugunsten eines, wie es so schön heißt, unilateralen Interventionismus. Da war von drohendem Völkermord die Rede, da musste Auschwitz herhalten und der Holocaust. Da wurde die ansonsten zu Recht gegen jede Aufrechnung und jeden Vergleich verteidigte Singularität des Genozids auf eine Weise missbraucht, dass eine ganze Armada an Finkelsteins gegen diesen Frevel hätte auf den Plan rufen müssen, gegen diesen schändlichen propagandistischen Missbrauch von 6 Millionen ermordeten Juden zur Vorbereitung eines absolut unsittlichen, illegalen, durch nichts gerechtfertigten, illegalen Bombenkriegs gegen Jugoslawien. Gleichwohl stützten die bosnische Regierung und ihre Verbündeten ihre internationale PR-Kampagne gänzlich auf die Holocaust-Analogie und waren damit sehr frühzeitig erfolgreich. Die plumpe Propagandakampagne zur Nazifizierung der Serben hatte im August 1992 großen Erfolg. Und genau hier liegt der Grundstein des Internationalen Gerichtshofes für das ehemalige Jugoslawien und seiner gesamten modernen Nachkommenschaft auf dem Gebiet der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen. Auch das ist wahrhaftig ein Unikum und eine Perversität zugleich. Erstmals in der Geschichte wurde ein Strafgerichtshof vor dem Krieg geschaffen, dessen Verbrechen er ahnden sollte, wodurch er eine Rolle in diesem Krieg zu spielen vermochte, was er auch tat, indem er etwa durch präventive Anklagen wegen eines zu erwartenden Völkermordes den Rechtsbruch der NATO scheinbar legitimierte.
Denn wenn die NATO angeklagte Verbrecher jagte, konnte sie den Rechtsbruch glatt als Rechtsdurchsetzung verkaufen. Da der Kosovo-Krieg trotz aller orwellschen Tricks ein rechtswidriger Krieg war, dem nicht nur die Billigung durch den Sicherheitsrat, sondern auch die Zustimmung der Mitglieder der Vereinten Nationen fehlte, war der Internationale Gerichtshof nicht nur ein schlechter juristischer Witz, sondern als Instrument dieses Krieges selbst mitverantwortlich für den Abwurf von 25.000 der verheerendsten nicht-atomaren Bomben und Raketen auf die Welt des ehemaligen Jugoslawien. Nach dem Krieg hatte der Schauprozess gegen Milosevic nur eine einzige Funktion, nämlich die nachträgliche Rechtfertigung der NATO-Bombardierungen. Es genügte nicht, die Serben zu bombardieren und einen Teil ihres Gebietes abzutrennen. Das serbische Volk musste dazu gebracht werden, zu glauben oder es vorzugeben, dass es das verdient hatte. In der neuen Weltordnung musste das Verbrechen der Strafe angepasst werden. Denn ein großes Problem stellte sich bei der Rechtfertigung der massiven Bombardierungen Jugoslawiens. Es gab keinen Völkermord im Kosovo. Nicht einmal einen versuchten Völkermord. Und das, obwohl sich ausgerechnet auch die Deutschen bei der Konstruktion der Genozidlüge größte Mühe gegeben hatten. Wenngleich sich die NATO nach dem Krieg fieberhaft auf die Suche nach den angeblichen Konzentrations- und Vernichtungslager machte, es war vergebliche Mühe. Die Konzentrationslager des damaligen deutschen Verteidigungsministers Rudolf Scharping blieben, was sie waren, die fast schon pathologische Ausgeburt einer ausgeprägten Vasallenfantasie. Ein Schub von mir, deshalb gingen wahrscheinlich auch bald danach von Herrn Scharping und seiner Gräfin, seiner Geliebten, die Planschbeckenbilder so wundervoll PR-mäßig durch die Gazetten über die ganze Welt. Ein Schub Ende. Und das ist das eigentlich Unfassbare. Die Serben sollten über die NATO-Bombardierungen zu einem Völkermord provoziert werden, mit dem die Bombardierungen nachträglich legitimiert werden sollten und die Kosovo-Albaner das Bauernopfer auf dem Schachbrett der Weltordner seien. Die Bombardierungen waren eine Einladung der Regierung Clinton zum Genozid gewesen, die von den Serben wider Erwarten nicht angenommen wurde. Zweifellos. Samuel Huntington hat sich auch in dieser Hinsicht geirrt, wenn er die Meinung vertritt, die Modernisierung hätte wenigstens im Westen neben dem materiellen Niveau auch die moralische und kulturelle Dimension der Zivilisation gefördert. Natürlich könnte man noch Seiten, ja ganze Bücher füllen über die Provokationen der von den USA unterstützten, von der UNO auch als solche bezeichneten, albanischen UÇK-Terroristen im Kosovo Ende 90er Jahre. Über die Tatsache, dass NATO und Außenministerium der USA in einer einträchtigen Komplizenschaft islamistische Mujahedin-Söldner aus dem Nahen Osten und Zentralasien für die UÇK-Terroristen rekrutierten.
über die Farce der Kriegskonferenz von Rambouillet, über die zwielichtigen Rollen der Anklägerin des Internationalen Gerichtshofes Louise Arbour und des 1989 im Zusammenhang mit der Ermordung von sechs Jesuitenpriestern in El Salvador ins Rampenlicht geratenen US-Diplomaten William Walker bei der Aufbereitung des Anlasses für die Bombardierungen, einem alles andere als geklärten angeblichen Massaker an 45 Kosovo-Albanern. Man könnte noch Seiten füllen, wie man schließlich den Begriff Völkermord so verwässerte und anthropologisierte, dass man schließlich über die gewiss nicht zu leugnenden Gräuel im bosnischen Srebrenica doch noch einen propagandistisch verwertbaren Genozid bekommen konnte, was sogar einen damals fast notorischen Kriegsbefürworter wie den Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel in Rage brachte. Man könnte auch noch Fragen stellen zu den umgekehrten ethnischen Säuberungen und Vertreibungen von rund 100.000 Serben und 150.000 Roma nach den Bombardierungen sozusagen unter NATO-Aufsicht. Man könnte auch noch jede Menge Fragen stellen über den Ausbau und die künftige strategische Bedeutung der amerikanischen Militärbasis Camp Bond Steel im Kosovo zu einem dauerhaften Standbein der amerikanischen Streitkräfte in Europa durch die Halliburton-Tochter Brown and Root. Wie auch immer, Kriege sind dazu da, um vollendete Tatsachen zu schaffen. In Jugoslawien ging es nicht nur um die, ohne dies nie wirklich bedrohte, Vorherrschaft des amerikanisch dominierten internationalen Kapitals oder darum, klarzustellen, dass die unsichtbare Macht des Marktes nie ohne die versteckte Faust funktioniert. Es ging um viel mehr und viel weitreichendere Dinge. Deshalb brannten die USA geradezu auf den Gewalteinsatz, wie der ehemalige UN-Generalsekretär Boutros-Boutros-Ghali bezeugt, dem Clintons Außenministerin Madeleine Albright frei heraus erklärte, warum er gefeuert werde, Doppelpunkt, weil er sich geweigert hatte, die Amerikaner 1993 zum Gewalteinsatz in Bosnien zu ermächtigen. Um ihre Ziele zu erreichen, brauchten die Weltordner zweifellos auch den richtigen Mann in der UNO. Die Clinton-Albright-Marionette aus Ghana, Kofi Annan, war dieser Mann. Nicht nur, dass diese sich während des Kosovo-Kriegs durch ohrenbetäubendes Schweigen zur Verletzung der UNO-Charta durch die NATO auszeichnete, er arbeitete auch aktiv mit an der diplomatischen Rückendeckung zur Aushebelung des Gewaltmonopols des UN-Sicherheitsrates. Dies war der eigentlich höhere Endzweck des Kosovo-Krieges, die Durchsetzung des unilateralen Interventionismus als erste Etappe hin zur präventiven Selbstverteidigung, die es den USA als Vollzugsorgan der neuen Weltordnung künftig erlauben sollte, gegen jeden Krieg zu führen, der über sie auch nur die Nase rümpfte. Mehr noch als zur Schaffung eines Präzedenzfalles
für den ungehemmten humanitären Interventionismus ein Schub, eine carte blanche? Oder soll ich besser sagen, carte noire oder carte rouge, von Blut tropfend, was nicht mehr zählbar ist? Ein Schubende? Diente der Kosovo-Krieg als Vehikel zur Neudefinition der Idee staatlicher Souveränität, auf die die Subversionsagenten der neuen Weltordnung wie Kofi Annan, Tony Blair oder Václav Havel während der Vorbereitung bzw. zur Rechtfertigung des Kosovo-Kriegs im Chor eindroschen? Da forderte Blair neue Regeln für die neue Welt des neuen Millenniums, in dem das Prinzip der Nichteinmischung in wesentlichen Hinsichten eingeschränkt werden müsse, da unsere Existenz als Staat nicht länger bedroht sei. Und Václav Havel, einer der eifrigsten Befürworter des NATO-Einsatzes und somit des unilateralen Interventionismus, bezeichnete insofern folgerichtig die Bombardierungen als wichtigen Präzedenzfall für die Zukunft. In der internationales Handeln zur Aufrechterhaltung der Menschenrechte ein neues Verständnis des Staates und der individuellen Souveränität erfordere, wie es UN-Generalsekretär Kofi Annan höchst selbst definierte. Es ist ebenso, eine Welt mit einer einzigen Supermacht ist eine Welt, in der nur diese Supermacht Anspruch auf nationale Souveränität besitzt. Für den Rest der Welt ein überkommener Begriff. Der Rest der Welt wollte sich aber mit dieser Transformation des US-Militärs und der Battle Groups, der neuen Weltordnung bereits unterworfenen Vasallenstaaten, zu einer von den Belastungen des Völkerrechts oder der UNO-Charta befreiten, jederzeit global einsetzbaren Kriegs- und Züchtigungsmaschinerie nicht zufrieden geben. Beim Südgipfel der Entwicklungsländer im April 2000 gaben 133 Staaten folgende Erklärung ab: Wir lehnen das sogenannte Recht auf humanitäre Intervention ab, das keine Rechtsgrundlage in der Charta der Vereinten Nationen oder in den allgemeinen Völkerrechtsprinzipien besitzt. Offenbar benötigte die uneinsichtige Restwelt doch noch ein paar Lektionen auf dem Weg zur endzeitlichen One World des Novus Ordo Seclorum, dieser einzigen Weltrepublik, die aus allen Nationen gebildet werde, wie es sich Bruder Kardinal Ottaviani 1966 unter großem katholisch-globalischen Beifall vorausträumte. Also braucht es einen neuen Präzedenzfall auf dem Weg zur staatsfreien Globalisierung, die denn auch von Papst Johannes Paul II. Abgesegnet wurde, weil sie entgegen aller Offensichtlichkeit nicht die Menschlichkeit verletzt, den Krieg gegen den internationalen Terrorismus, gegen das ominöse, nicht greifbare Böse an sich, bei dem man entweder mit uns oder gegen uns ist, bei dem es keine staatlichen Grenzen oder Souveränitäten und ähnlichen überkommenen Krimskrams geben kann, weil schon die Wohnung des Nachbarn in Madrid, London oder sonst wo eine terroristische Keimzelle beherbergen kann. Der Mythos 9/11 erhält dadurch einen ganz realpolitischen, weltpolitisch gestalterischen Sinn. Um diese Aufgabe wahrhaftig globalen Ausmaßes angehen und legalisieren zu können, genügte nicht etwa eine längst schon zur Alltäglichkeit gewordene Liquidierung
irgendeiner unbotsamtsmäßigen Staatsperson oder eine mittelgroße Autobombe, sondern es brauchte der Größe der Aufgabe angemessen eine Art Pearl Harbor, eben den hypnotisierenden, sich tagelang wiederholenden Einsturz eines ohnehin abbruchreifen, asbestverseuchten Symbols der alten Ordnung. Und dann gleich noch in doppelter Ausführung in 440 Meter Höhe. World Trade Center 1, World Trade Center 2 und dann kam mir noch die Nummer 7 ein paar Stunden später an die Reihe. Dieser Einschub ist von mir. Fortführung. Das sage noch einer, die Weltpolitik von heute werde von bloßen Karikaturen gemacht. Auch jene Politiker, die heutzutage Weltpolitik machen bzw. exekutieren, sind keineswegs Vollidioten. Auch wenn sie manchmal so zu tun bzw. gezwungen werden, so zu tun, zuweilen im vorauseilenden Logengehorsam bis zur Selbstaufopferung, eine Rolle, die neuerdings auch der iranische Präsident Ahmadinejad mit seinen nuklearpolitischen Spielchen geradezu mit Bravour auszufüllen scheint. Wir wissen, der Nachtrag ist vom Jahr 2006. Dass US-Präsident George W. Bush zum Beginn des damaligen Ramadan im November 2001 demonstrativ eine Moschee aufsuchen musste, während der Papst den 14. November 2001, also den Tag des feierlichen Endes des muslimischen Fastenmonats, nahezu in Communatio Sacris zum außerordentlichen Fastentag für die Katholiken erhob, war ein deutliches Signal an die Führer der muslimischen Welt, dass der Kampf gegen den internationalen Terrorismus in der Kontinuität der Weltgeschichte die Tradition der Kreuzzüge aufrechterhält, indem am Ende jemand ganz anderer geschlagen werden soll als der vorgebliche große Feind. Auslassung. Huntingtons Clash of Civilizations wird wohl nicht an den Bruchlinien der Kulturen stattfinden, wie auch die Balkankriege keine interkulturellen Bruchlinienkriege waren. Der Clash wird sich auch nicht als Kampf der Kulturen äußern, deren Konturen sieht man von der von außen gesteuerten Re-Islamisierung von Islamistan ab, längst zur Konturlosigkeit einer leeren Colaflasche, sogar in Dalai Lamas Tibet verschwommen sind. Er wird dort stattfinden, wo er zur Erreichung der höheren Endzwecke dieser neuen Weltordnung gebraucht wird. Es werden vor allem innerkulturelle Clashes sein. Vielleicht war denn auch dies der Grund, warum Beetham in seiner Analyse mehrmals hervorhob, was vor allem Sinn und Zweck der definitiven Verschmelzung des christlichen Westeuropa mit Amerika ist, nämlich, und jetzt kommt was, to keep a watch on Germany. Dies hat auch mit der inneren Befindlichkeit der westeuropäischen Staaten zu tun. Neuerdings hört man in allen möglichen Diskussionsforen, dass bald nichts mehr so sein werde, wie es war. Und wir alles, was wir heute kennen, bald verloren haben würden. Schon wegen der Demografie. Wir würden uns noch wundern, sagen die Soziologen und Philosophen und Politologen. Einschub von mir. Man hört wirklich hier die Nachtigall zwitschern. Dieser Text stammt aus dem Jahr 2006. Als ob jemand ins Jahr 2015 und zu unserer geliebten Frau Angela Merkel hinaufbeamen hätte können und hätte wissen können, was dort also mit Öffnung der Grenzen im Übermaß uns beschert worden ist. Denn genau so kam's. Und wie sagte Muammar al-Gaddafi so schön, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann wird über Libyen die Masse der Migranten nach Europa strömen.
Und wir wissen ja, wer Libyen hat verschwinden lassen. Frau Hillary, oder soll ich sagen, Killary Clinton. Ohne irgendwelche ernsthaften Folgen bis jetzt für diesen weiteren Massenmord neben dem Irakkrieg. Einschubende. Und freilich, Fortschritt, der sich mehr und mehr als Rückschritt entpuppt, führt die Politik schnell an die Glaubwürdigkeitsgrenze. Eine Nation, seien es die Franzosen, die Italiener oder die Deutschen, aber einen gewollten Rückschritt zu verordnen, dessen Sinn der aktuelle Fokus schlichtweg nicht zu erfassen vermag, dürfte wohl ohne das Risiko soziale Explosionen unmöglich sein. Das ist dann möglicherweise die Zeit, wieder einmal den Knüppel hervorzuholen. Die Zeit nicht für einen Clash of Civilizations, sondern einen Clash of Civilization. Das neue Zieldatum lautet übrigens 2090. In jenem Jahr soll die schöne neue Welt Wirklichkeit geworden sein, im globalen Glauben an die Einheit aller in der Vielheit. Wir haben also noch genügend Zeit, um uns über den seltsamen Lauf der Weltgeschichte gebührlich zu wundern. Ende des Nachworts von 2006 von E.R. Kamin aus Das Schwarze Reich. Liebe Zuhörer, ich danke wiederholt für Ihre Aufmerksamkeit. Das war quasi ein Ausblick, ein Zwischenspiel in Geopolitik. Ich denke doch, dass es den einen oder anderen von Ihnen für Sie von Interesse war. Wir wissen selbst, was in der Zeit von 2006 bis 2018 geschehen ist. Und wir werden sehen, was weiterhin noch geschehen wird. Ich kann dann also im Teil 2 der Anatomie einer Anzeige mich wieder aufs Wesentliche des Dritten Reiches und der ganzen Verbindungen mit Holocaust und anderen Sachen konzentrieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.